In den letzten Jahrzehnten hat sich der Automobil- und Straßenverkehr grundlegend verändert. Effiziente Antriebstechnologien, technischer Fortschritt und neue Innovationen haben Einzug gehalten. Dennoch sterben jedes Jahr mehr als 1,35 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen. Und der Verkehr ist immer noch für 18% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Ein Team an der HSG rund um Professor Felix Wortmann hat sich in den letzten 3 Jahren mit den Möglichkeiten vernetzten Fahrens beschäftigt, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Wir haben da angesetzt, dass wir letztendlich Daten gewinnen können durch das vernetzte Auto, und wir nutzen diese Daten, um Fahrer vor Unfällen zu warnen oder ihm Feedback zu seinem Fahrverhalten zu geben, sodass er sich hier verbessern kann. Sichere und zugleich kraftstoffeffiziente Mobilität. 2 Kernthemen des Forschungsprojekts. Mit dem TCS konnte ein starker Partner für eine Feldstudie gewonnen werden, der viel Erfahrung auf dem Schweizer Straßennetz mitbringt. Der TCS erhofft sich eine bessere Verkehrssicherheit und andererseits auch einen bewussteren Umgang mit dem Gaspedal, also mit dem Treibstoffverbrauch. Wortmann und sein Team haben hierfür eine App entwickelt, in der die Anwendungsfälle zusammenlaufen. Ein Prototyp wurde in 72 Fahrzeugen des TCS eingebaut. Doch auf welche Daten greift dieses neuartige Warnsystem zurück? Wir haben uns Unfalldaten angeschaut aus der ganzen Schweiz, vom Astra, vom Schweizer Amt für Straßen, über mehrere Jahre. Das waren ca. 300.000 Datensätze. Und die haben wir analysiert, Unfallstellen herausgearbeitet. Und nachher haben wir dann die Fahrer vor diesen Unfallstellen im Fahrzeug gewarnt. Das Ganze sehr spezifisch. Dangerous pedestrian crossing. Also an einem gefährlichen Fußgängerüberweg dann auch die Meldung, sodass der Fahrer hier ganz konkret handeln und speziell auf Fußgänger hier achten kann. Die TCS-Fahrzeuge fuhren insgesamt über 1 Million Kilometer und sammelten täglich wertvolle Daten. In einem zweiten Schritt wurden dann fahrzeuginterne Daten genutzt, um kritische Fahrereignisse zu ermitteln und die Daten zusammenzuführen. Neben der Unfallverhinderung zielt die App auf die Kraftstoffreduktion ab. Wie kann ich denn Spritverbrauchsinformationen so darstellen, dass die Fahrer tatsächlich was tun? Und das haben wir mit intelligentem Feedback gemacht, zum Beispiel durch Bäume, die größer oder kleiner werden, je nachdem, wie ökologisch ich fahre. In seiner Feldstudie liefert das Team den Beweis, dass symbolische Rückmeldungen zur Reduzierung von 3-4% des Kraftstoffverbrauchs führen können. Darüber hinaus implementierten Wortmann und sein Team ein Blockchain-basiertes System, das Betrug beim Kilometerstand verhindert. Und selbst im Gesundheitsbereich bietet die App Anknüpfungspunkte. Zusammen mit dem Inselspital in Bern und der ETH Zürich soll ein Warnsystem für Personen mit Diabetes entwickelt werden. Ich selber bin ja Diabetiker, und da gibt es natürlich Situationen unter Zucker im Fahrzeug, die können kritisch sein. Und wir entwickeln da ein System, was einfach Diabetiker unterstützt, im Fahrzeug schwierige Unterzuckersituationen wahrzunehmen. Und da freue ich mich drauf. Da ist man natürlich noch mal mit etwas mehr Herzblut bei der Sache. So leistet die an der Universität St. Gallen entwickelte Mobilitätsplattform nicht nur einen wichtigen Beitrag in der Forschung, sondern hat das Potenzial, die zukünftige Mobilität nachhaltig zu verbessern.